Schau dir den Nachthimmel an. Boah, ist das schön. Oh, guck mal, das ist der große Wagen. Und dahinter, da siehst du es? Das ist das kleine Bisasam. Ach, so viele strahlende Sterne. Ja, oder? Voll schön. Nee, nee, die Erweiterung meine ich. Hä? Ja, guck. Wo? Ja, da oben. Oh, Tatsache. Ey, da muss ich jetzt aber Booster aufmachen, ne? Was? Das ist ein Zeichen. Du gehst. Einfach so. Arschloch. Aber Moment, bevor wir das Booster aufmachen, hier ein kleiner Disclaimer. Ihr Lieben, ich habe diese Top-Trainer-Box, die jetzt gleich zu sehen sein wird, bereits vor einigen Wochen aufgemacht, noch vor dem Release von Astralglanz. Also bitte entschuldigt, falls die Moderation da natürlich ein bisschen so klingt, als wäre es das erste Video, mit dem ich hier wieder zurückgekommen bin. Das ist natürlich nicht der Fall, aber trotzdem wollte ich gerne die Top-Trainer-Box zeigen und deswegen, lange Rede, kurzer Sinn, los geht's, pack mal das Ding aus. Und damit hallihallo ihr Lieben da draußen, herzlich willkommen zurück auf Gigalabastia in Gigalabastia, dem kleinen bescheidenen Hort rund um die Welt von Pokémon. Ich bin's, euer GigaGriwi, endlich mal wieder zurück mit einem Opening und ich kann euch schon mal so viel verraten, es gibt eine ganze Menge Sets, die noch bei mir hier hausen und nur darauf warten, endlich aufgepackt zu werden. Das allererste, das gibt's heute, nämlich die Top-Trainer-Box zu Schwert und Schild. Strahlende Sterne, noch die aktuellste Erweiterung. Es steht ja schon Astralglanz in den Startlöchern, es bleibt also kosmisch. Und diese Top-Trainer-Box, die hätte eigentlich schon, ich glaube, vor Wochen, wenn nicht sogar Monaten rauskommen sollen. Jetzt haben wir inzwischen Mai und das Ding ist endlich in den Regalen der lokalen Händler zu greifen und ich habe eine bekommen, da bin ich sehr, sehr dankbar. Ich habe erst so ein bisschen Angst gehabt, dass es die gar nicht mehr geben wird. Sieht, wie ich finde, sehr, sehr schick aus. Ist halt eine handelsübliche Top-Trainer-Box. Ich glaube, unverbindliche Preisempfehlung 46,99. Genau. Und besteht aus 8 Booster-Packs. Es gibt wieder Kartenhüllen, es gibt die Würfel und natürlich die Box schon alleine zum Verstauen von Karten, sowie auch eine Vista-Kunststoffmarke und alles weitere, was da so drin ist. Das schauen wir uns jetzt direkt mal an. So, die Folie schmeißen wir mal schön weg. Jetzt haben wir hier diesen Schuber. Dann Infos für Spieler. Da findet ihr, glaube ich, auch wieder genau alle Karten aus dieser Erweiterung zum Nachschlagen, zum Ankreuzen. Welche ihr habt, welche ihr noch nicht habt, könnt ihr dann euch markieren. Genau, ansonsten ist da nicht so viel los. Und hier kommen wir zum eigentlichen Prunkstück, nämlich dieser wirklich sehr, sehr, sehr schicken Box. Edles Weiß, macht einiges her. Aufbau identisch zu Top-Trainer-Boxen, wie man sie schon lange, lange kennt. Immer heiß begehrt, auch die Dinger. So, 8 Booster, auch alle aus strahlende Sterne. Nicht so wie bei irgendwelchen Tin-Boxen oder bei irgendwelchen Premium-Kollektionen, dass da unterschiedliche Erweiterungen drin sind. Alles hier nur strahlende Sterne. Es sei aber dazu gesagt, der normale Preis für einen Booster ist ja 4,99 €. Manchmal gibt es das für 4,79 €. Manchmal hat man sogar Glück und findet es noch günstiger. Man kommt mit dem einzelnen Kauf von Boostern immer günstiger. Das möchte ich euch nur gesagt haben. Also falls ihr euch so eine Box holt, immer dran denken, ihr zahlt schon ordentlich drauf dafür, dass ihr dann zum Beispiel solche Schutzhüllen hier bekommt, dass ihr noch eine Karte bekommt fürs Online-Sammelkartenspiel. Energiekarten gibt es immer mit dazu. Diese tollen Trennwände hier, die auch hochwertig aussehen, halten auch ein bisschen was aus, ne, sind noch stabil. Und natürlich, wie gesagt, Vista Card, das ist ja eine neue Karte, Vista. Neue Kartenform fürs Spiel auch, die man dann aufs Spielbrett legen muss. Schadenswürfel. Ansonsten ist das ja auch schon alles gewesen. Also man kann wirklich sagen, solche Top-Trainer-Boxen sind vor allem für all diejenigen, die zum ersten Mal so ein bisschen mehr spielen wollen, ne, die so ein bisschen Vorrat brauchen, vielleicht auch besonders schicke Kartenhüllen haben wollen. Das ist immer was wert. Ansonsten aber natürlich für Sammler grundsätzlich immer eine schöne Sache, so eine Top-Trainer-Box. Wer jetzt nur die Karten möchte, wirklich nur die Karten, holt euch die einzelnen Booster. Alles andere ist Quatsch. Aber ich allein muss sagen, ich mag schon diese Schachteln. Ich mag das einfach und ich mag auch zum Beispiel doppelte Karten, die ich übrig habe, dann hiermit zu verstauen, wenn sie nicht mehr in den Ordner passen. Dafür sind die echt gut zu gebrauchen. Und sehen halt auch schick aus, auch im Regal oder so. Ne? Das Deko ist ja auch durchaus so ein Aspekt. Natürlich, natürlich wieder mit der alten Tradition, dem Energiekartenraten, Leute. Das ist hier nicht verloren gegangen. Wobei man dazu sagen muss, in strahlende Sterne kann es passieren, dass man eine V-Star-Karte bekommt.
In diesem Falle ist sie nicht mit dabei, sonst hätten wir sie schon am schwarzen Kartenrücken gesehen. Werden wir bestimmt noch. Und deswegen gibt es eine Energiekarte und ich sage Pflanze. Pflanze zum ersten, zum zweiten, zum dritten. Es ist Wasser. Aber die sieht ja voll schön aus. Voll die schicke Energiekarte. Alter Schwede. Jubel von Team Yell. Mische eine beliebige Kombination aus bis zu 3 Pokémon und Unterstützerkarten, außer Jubel von Team Yell, aus deinem Ablagestapel in dein Deck. Ach so, ja genau. Man kriegt sie wieder aus dem Ablagestapel. Ja, super, nimmt man immer sehr, sehr gerne mit. Chillabell ist mit dabei, Hieb und die Dreifachachsel. Da wirft man 3 Münzen, pro Kopf 50 Schadenspunkte. Klassische Variante eines Angriffs, hat man schon ein paar Mal gesehen. Reinigende Handschuhe. Die Attacken des Pokémon, an das diese Karte angelegt ist, fügen dem aktiven Psycho-Pokémon des Gegners 30 Schadenspunkte mehr zu. Ich habe so ein bisschen mein Problem mit dieser Art von Ausrüstungskarten, weil man ja immer dann eigentlich vorher wissen müsste, was denn der Gegner für einen Typ benutzt. Und das ist jetzt ja eher selten, dass man das schon vorab weiß. Deswegen, naja. Owei mit einem sehr, sehr süßen Artwork, wie ich finde, gefällt mir immer unglaublich gut. Slimer auch. Also, ich bin schon wieder... ihn schon wieder verliebt. Giftwolke, Gegner ist vergiftet, sonst nicht mal Schaden, aber immerhin 80 KP, also es hält ein bisschen was aus, das ist ja auch schon viel wert. Pippi mit Klaps und magischer Schuss, auch da keine großen Besonderheiten. Bidiza ist mit dabei in dieser Erweiterung, sehr, sehr süß. Macht Walzer 30 Schaden, aber man braucht 2 Energiekarten. Ein Electek mit Donnerwelle und dem Kopfblitz als Basis-Pokémon. Ich bin gespannt, Elevoltek da zu sehen. Hokumil ist unsere erste Reverse-Karte mit Führen. Durchsuche dein Deck nach einer Unterstützerkarte, nimm sie auf die Hand. Man zeigt sie dem Gegner und Ramme macht 10 Schaden. Und dann haben wir eine seltene Karte auf jeden Fall in dieser Erweiterung, diesen Booster. Und das ist unser allererster Pull, ein Mewtwo. Mewtwo, das stärkste Pokémon übrigens, was es je gab. Mit einem fantastischen, actiongeladenen Artwork. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ist allerdings nur... eine Regular Rare, keine Holo. Es kann Lebenssauger, 20 Schaden und man darf 20 Schaden von Mewtwo heilen. Hat 130 KP, also es hält ohnehin ein bisschen was aus. Und Psychoverbrennung macht 110 Schaden für 3 Energie. Es ist ein Basis-Pokémon, was man durchaus so mal mitnehmen kann. Warum denn nicht? So, jetzt gehe ich einfach mal der Reihenfolge nach durch. Mit Arceus. Und da würde ich sagen, diesmal nehmen wir Psycho, weil wir gerade eben Mewtwo gezogen haben. 3, 2, 1 zum ersten, zum zweiten. Was sagt ihr? Es ist Elektro. Okay, legen wir los. Marys Stolz. Das weiß ich übrigens schon. Es gibt jede Menge richtig gute Full-Art-Karten in dieser Erweiterung. Gerade von Trainerkarten. Und ihr wisst ja, ich liebe diese Trainerkarten. Also hätte ich natürlich auch ganz gerne eben solche hier gern gezogen. Lege eine Basisenergiekarte aus dem Ablagestapel direkt an ein Pokémon auf der Bank an. Das, ja, kann man als Unterstützerkarte durchaus so mal noch mit durchgehen lassen. Sehr süßes Pachirisu mit Aufziehdonner. Da kann man für jede an alle Pokémon angelegte Pokémon-Ausrüstung 30 Schadenspunkte zufügen. Ja, wenn man das Deck entsprechend darauf basieren lässt, kann schon gut sein. Fehlschlagschutz. Wenn das Pokémon, an das diese Karte angelegt ist, eine Attacke einsetzt, wenn du mindestens eine Münze für den Schaden oder Effekt jener Attacke wirfst und wenn mindestens eine Münze Zahl zeigt, ziehe am Ende deines Zuges 3 Karten. Also erstens haben wir hier schon eine schöne Ausrüstung, gefällt mir schon mal. Und es ist insofern geil, als dass es ja immer mal wieder Pokémon gibt, wo man Münzen werfen muss. Und meistens endet ja dann der Angriff zum Beispiel, wenn die Münze Zahl zeigt. Ist ja immer dann der Punkt, wo man sich ärgert. Aber mit dieser Ausrüstungskarte kriegst du immerhin 3 Karten noch dazu am Ende des Zuges. Ist eigentlich, also ich würde sie direkt in mein Deck reinnehmen wollen. Würde ich unfassbar gerne ausprobieren. Hier das besagte Shellast, wir haben es gerade eben schon mal gesehen, mit Biss und abrupter Kopfstoß. 80 KP übrigens für ein Basis-Pokémon, was 2 Entwicklungsstufen hat, nicht schlecht. Knacklion, schönes Artwork. Aufwärtsstoß, 10 Schaden plus bei Kopf nochmal 10. Ja, es ist okay. Es ist okay. Süßes Blindfahr, süßes Blindfahr. Baut gerade sich einen Schneemann. Blubber, auch eine klassische Attacke. Bei einem Kopfwurf ist das gegnerische Pokémon paralysiert. Ansonsten 10 Schaden immerhin noch dazu. Ein Knilz mit Kopfnuss macht zumindest schon mal 20 Schaden. Felilu mit dem Überraschungsangriff 30 Schaden. Und bei Zahl hat der Angriff keine Auswirkung. Das haben wir schon besser gesehen. Zum Beispiel bei dem Bidiza von vorhin. Das macht einfach so 30 Schaden.
Hyperball, ja, ganz klassisch, ne? Man wirft zwei Karten aus der Hand auf dem Ablagestapel und bekommt dafür eine aus dem Deck, also ein Pokémon, was man sich raussuchen kann. Und als seltene Karte in diesem Booster haben wir ein Kleoparda als Regular Rare mit Schlitzer, 60 Schaden und einer Fähigkeit, nämlich Ersetzen. Du musst eine Karte aus deiner Hand auf deinen Ablagestapel legen, um diese Fähigkeit einzusetzen. Und dann darf man einmal während seines Zuges zwei Karten ziehen. Also du wirfst eine weg und bekommst dafür zwei neue. Das ist okay, würde ich sagen. Ist in Ordnung. Kann man machen. Nächstes Booster, nächstes Glück. Glurak ist mit dabei. Es gibt ja hier einen Glurak, das muss man dazu sagen. Und ich habe auch schon gesehen, da gibt es einen Glurak mit einem unfassbar krassen Artwork. Das geht natürlich auf eBay jetzt schon unfassbar viel Geld weg. Keine Frage. So, schauen wir mal, was wir hier gezogen haben. Energiekarte. Kampf. Einfach mal spontan. Oder Stahl. Ich bleib mal bei Kampf, aber es könnte auch Stahl sein. Es ist wirklich Stahl. Boah, krass. Ich habe mich für Kampf entschieden, nicht Loser. Na gut. So. Starmie. 90 KP, Psychokinese, 10 Schaden plus für jede an das aktive Pokémon des Gegners angelegte Energie. 30 Schadenspunkte mehr. Und man braucht selber nur einmal Psychoenergie. Nicht so schlecht. Ansonsten, Juwelenkraft macht immerhin auch 60 Schaden für eine Psychoenergie. Das ist wirklich nicht übel. Tafelwasser. 20 Schadenspunkte heilen bei jedem deiner Pokémon übrigens. Symbolara, dreifache Aufladung. Wirf drei Münzen. Lege bis zu so viele Basisenergiekarten, wie du Kopf geworfen hast, aus deinem Ablagestapel beliebig an die Pokémon auf deiner Bank an. Also im besten Falle sogar drei Energiekarten aus dem Ablagestapel. Und dadurch, dass es ja 110 KP hat, hält das Symbolara auch ein bisschen was aus. Psychokinese wiederum 10 Schaden plus für jede am gegnerischen Pokémon angelegte Energiekarten 30 Schadenspunkte mehr. Also wie schon bei Starmie. Allerdings braucht man hier zwei Energiekarten dafür. Ist aber nur ein Basis-Pokémon. Pikachu macht ordentlich sauber. Familienruf kennt man. Zwei Basis-Energiekarten, Pokémon-Karten suchen. Basis-Pokémon, genau. Und Klaps macht 10 Schaden. Naja, gut, geschenkt. Poupins ist auch gerade in Trance und macht den Dreifachdreher. Drei Münzen werfen, pro Kopf 20 Schaden. Schnäppke mit dem Eishauch, wirf eine Münze, bei Kopf ist das gegnerische Pokémon paralysiert und eisiger Schnee macht 20 Schaden. Ich glaube, da ist für Nunto nochmal eine Ecke schärfer, hoffe ich zumindest. Nasknet, 90 KP, Ramme 20, gut, ne? Hokumir nochmal, haben wir vorhin schon gesehen, diesmal nicht als Level. Oh, da kann man. Was ist denn hier los? Leute, ich habe gedacht, es kommt nur eine Reverse, aber es ist tatsächlich eine von diesen richtig schicken Artwork-Karten, so Full-Art-mäßig. Ist aber wohl jetzt keine Wii, sondern es ist einfach nur ein Pokusan in diesem Falle. Entwickelt sich aus Hokumi weiter, also es passt perfekt wie die Faust aufs Auge. Unfassbar schöner Regenbogen-Holo-Effekt. Und ist hier auch verbunden mit dem Barista, den es übrigens auch als einzelne Karte gibt. Sehr, sehr schön, sieht richtig gut aus. Ich hoffe, man kann diesen Full-Art-Effekt, diesen Holo-Effekt hier auch noch ein bisschen im Video sehen. Macht einen richtig hochwertigen Eindruck. Zusätzliche Bestellung als Fähigkeit von Pokusan. Solange dieses Pokémon in der aktiven Position ist, endet dein Zug nicht, wenn du Barista einsetzt. Wahrscheinlich sagt Barista als Karte selber, setzt die Karte ein und dein Zug endet. In dem Falle dann wahrscheinlich nicht. Und Regenbogengeschmack 10 Schaden plus für alle an deine Pokémon angelegten Basisenergietypen 40 Schadenspunkte mehr. Deswegen Regenbogengeschmack. Also falls du ein Deck hast, wo du alle möglichen Energietypen reinlegen kannst, dann ist das genau die Karte, die du willst. Und dann haben wir aber noch eine. Nach dieser tollen Ziehung ziehen wir noch eine Wii-Karte! Samatenta! Wii! Metalltyp, 220 KP, majestätische Haltung. Einmal während deines Zuges kannst du deine Handkarten auf deinen Ablagestapel legen und 5 Karten ziehen. Allerdings, wenn man diese Fähigkeit einsetzt, dann endet auch der Zug. Und Rachestoß macht 120 Schaden plus für jede von deinem Gegner genommene Preiskarte 30 Schadenspunkte mehr. Also wenn man mal wieder so ein kleines Comeback, braucht, so ein Turnaround, dann ist das die Karte, die einem dazu verhelfen kann. Sehr, sehr schön. Also einmal diese tolle Full-Art-Karte hier und dann noch passend dazu das Samazenta V. Sehr schönes Booster. So Leute, ich habe jetzt gerade festgestellt, ich habe die ganze Zeit noch mein Objektiv falsch ausgerichtet. Deswegen kann es sein, dass die Qualität der vorherigen Booster gar nicht so krass war. Jetzt ist es hoffentlich ein bisschen anders. Wir sind
bei unserem Shaman, ich weiß nicht genau, ob man jetzt Shaman sagen sollte oder Shaman. Schreibt das gerne mal in die Kommentare, wie ihr es aussprecht. Aber es ist ja auch eine besondere Form. Wie heißt die nochmal? Die Gezeitenform? Ich glaube. So. Ist auch egal, wir wollen ja die Karten sehen und nicht nur immer die Booster-Artworks, auch wenn die schon sehr schön sind. Energiekartenraten ist wieder angesagt. Ich sag Zeichen. Feuer? Immer Feuer? Ich sag Feuer. Feuer. Jetzt kommt natürlich Pflanze, logisch. Ist ja ganz klar. Jetzt kommt Pelze. Pelzebub. 90 KP. Schmetterkick macht 30 Schaden. Durchbohren 50. Das ist ja eine geile Karte. Freunde aus Galar. Ziehe 3 Karten. Also das, was praktisch Hopp zum Beispiel früher war, ist jetzt hier mit allen Charakteren aus der 8. Generation. Das ist eine geile Karte. Gibt es das auch als Full Art? Ich frage ja nur. Ich frage nur für einen Freund. Voluminas als Metall-Pokémon, Weiterentwicklung aus Naskenetz, 140 KP, cooles Artwork. Magnetspannung, tausche ein Pokémon auf der Bank des Gegners gegen sein aktives Pokémon aus und diese Attacke fügt dann dem neuen Pokémon 40 Schadenspunkte zu. Dann haben wir noch Eisentackle, da braucht es eine Metallenergie mehr, 120 Schaden und Voluminas kassiert selber auch nochmal 20 Schaden, aber ich glaube, das kann man durchaus verschmerzen. Sneebel haben wir jetzt zum ersten Mal hier gesehen. Kratzer und Schlitzer, ganz klassisch. Bidiza kennen wir bereits, genauso wie Electek. Jetzt kommen wir langsam an den Punkt, wo die ersten Doppelten da sind. Klarer Ton mit Palimpalim. Durchsuche dein Deck nach bis zu 2 Spezialenergiekarten. Zeige sie dem Gegner und nimm sie auf die Hand. Und herunterhängen macht 30 Schaden. Ja, mit Spezialenergiekarten arbeite ich momentan ja noch relativ wenig. Sollte ich auch mal gucken, ob man das vielleicht irgendwie mal in einem Deck richtig zur Geltung bringen kann. Kaumalat, als Drachen-Pokémon sieht man ja auch relativ selten. Nagen macht 30 Schaden, man braucht Wasser- und Kampfenergie. Dann haben wir als Reverse eine seltene Karte, und zwar Panferno. Starter-Pokémon aus der 3. Generation. Nee. Jetzt habe ich was Falsches. Aus der 4. Generation. Panferno? 4., ne? Genau, um Gottes Willen. 150 KP. Infernalischer Wirbel. 80 Schaden. Und was muss man tun? Zeige deinem Gegner die obersten 5 Karten deines Decks. Und diese Attacke fügt für jede Energiekarte, die du dort findest, 80 Schadenspunkte zu. Lege anschließend jene Energiekarten auf deinen Ablagestapel und mische die anderen zurück ins Deck. Boah, da musst du aber schon echt verzweifelt sein, damit du das richtig durchziehst, oder? I don't know. Also, oder du hast irgendwelche Itemkarten, um dir dann diese Energiekarten wieder zurück auf die Hand zu bringen. Das geht natürlich auch. Brennender Schuss macht 160 Schaden. Und man muss alle Energien von diesem Pokémon auf den Ablagestapel legen. Man braucht allerdings auch nur 2 Energiekarten für diesen Angriff. Das ist also durchaus in Ordnung. Und dann haben wir noch eine letzte Karte. Und das ist... ein Slimog. Ein Slimog als Regular Rare. Schlammstraße. Die Rückzugskosten der vergifteten Pokémon deines Gegners erhöhen sich um 1. Ja, sie erhöhen sich um 1. Und natürlich müssen technische Fehler mit dabei sein. Deswegen muss ich hier nochmal kurz einschalten. Ich habe jetzt die Karte schon mir durchgelesen, aber ja, dann habe ich festgestellt, ups, die Aufnahme wurde unterbrochen. Deswegen schauen wir nochmal ganz kurz drauf. Also die Fähigkeit haben wir ja geklärt, Schlammstraße, ne? Bei vergifteten Pokémon erhöht sich die Rückzugskosten um 1 und das kreischende Gift macht 90 Schaden und das aktive Pokémon des Gegners ist verwirrt und vergiftet. Also dieser Gegner wird sich dann sicherlich 3-mal überlegen, ob er sein Pokémon noch irgendwie zurückziehen kann und überhaupt will. Dann vielleicht noch am ehesten irgendwie mit einem Tausch oder mit einer Pokécenter-Dame heilen oder irgendwie so. Kann ich mir schon eher vorstellen. Und damit haben wir schon die Hälfte. Die Hälfte ist schon rum, Leute. Und jetzt können wir wieder eine Energiekarte raten. Diesmal sage ich, was heißt Wasser? Hatten wir schon? Ist egal. Nochmal Wasser? Jetzt kommt Feuer. Natürlich kommt... logisch. So. Was haben wir denn? Staravia. Haben wir noch nicht gesehen hier. Flügelschlag macht 50 Schaden. Panpyro, passend zu unserem Panferno, was wir gerade hatten, mit Flackern und Flammenwurf. Ist auch irgendwie immer typisch, dass bei Feuer-Pokémon so eine Attacke dabei ist, wo man dann Energiekarten auf dem Ablagestapel werfen muss. Gloria, durchsuche dein Deck nach bis zu 3 Basis-Pokémon, die kein Regelfeld haben und lege sie auf deine Bank, mische anschließend dein Deck. Pokémon wie GX und so weiter haben Regelfelder, na gut, dass es nochmal gleich erklärt wird. Naskenet haben wir schon gesehen, ein Dodon mit Dodon Blitz. Wenn dein Gegner genau eine verbleibende Preiskarte hat, fügt diese Attacke 60 Schadenspunkte mehr zu und das aktive Pokémon des Gegners ist verwirrt. Crazy shit. Crazy shit.
So Last Resort-mäßig. Petsnief, 60 KP und Fröstel macht 20 Schaden. Sehr, sehr süß aus. Sehr, sehr süß. Auch Chanyuk, keine Frage. Macht aber auch nur 10 Schaden und hat nur 40 KP. Muss man ein bisschen aufpassen. Schnell entwickeln. Purenta mit Lauchhieb. Diese Attacke fügt für jede Schadensmarke auf dem aktiven Pokémon des Gegners 10 Schadenspunkte mehr zu. Ist nicht so viel. Für 2 Energiekarten. Naja, gut. Ne? Ist auch ein interessantes Artwork. So dieser Zeichenstil ist besonders. Sneebel. Ist das die Reverse-Karte? Ja, das ist die Reverse-Karte. Haben wir vorhin schon gesehen. Das heißt, wir haben noch eine seltene hier in diesem Booster. Nummer 5. Und es ist... Oh, ein Bidifas als Holo-Variante. Die erste Holo, die wir hier ziehen können, wenn sie scharf gestellt werden würde. Da ist sie. Sehr schöner Effekt. Bidifas mit der Fähigkeit fleißiger Nager. Einmal während deines Zuges kannst du so lange Karten ziehen, bis du 5 auf der Hand hast. Das nimmt man immer ganz gerne mit. Und Schwanzschmetterer. 100 Schaden für 3 Energiekarten und bei Zahl hat diese Attacke keine Auswirkungen. Ist auch ein bisschen bitter, muss ich sagen. Aber die Fähigkeit ist schön. Fähigkeit, die finde ich richtig gut. So, da sind wir gleich beim nächsten. 3 sind es jetzt noch mit diesem hier. Vielleicht kriegen wir sogar noch eine V-Star-Karte. Das wäre natürlich schon ganz sweet. Jetzt erstmal eine Energiekarte. Unlicht. Unlicht hat man noch nicht. 3, 2, 1. Jetzt kommt Kampf. Okay, wir machen einfach eine andere Reihenfolge. Ist auch in Ordnung. So, der Topfhelm. Ja, den habe ich als Kind oft getragen. Wenn das Pokémon, an das diese Karte angelegt ist, kein Regelfeld hat, werden jenem Pokémon durch Attacken von Pokémon des Gegners 30 Schadenspunkte weniger zugefügt, nachdem Schwäche und Resistenz verrechnet wurden. Ja, also mit normalen Pokémon gibst du die, na wie Karte eher jetzt nicht. Symbolara haben wir vorhin schon gesehen. Lolas Vorahnung. Dein Gegner zeigt dir seine Handkarten und du ziehst eine Karte für jede Trainerkarte, die du dort findest. Ja, wenn man, ja, warum nicht? Klar. Kann man ja auch so ein bisschen ableiten, ne? Was der Gegner zuletzt so gespielt hat. Caradonis mit dem Fußfeger. 30 Schaden. Bei einem Kopfwurf legt man noch eine Energie vom aktiven Pokémon des Gegners auf den Ablagestapel. Auch wieder hier dieses coole Artwork. Diesen besonderen Zeichenstil. Krebsgor mit Aquaknarrer und dem Krabhammer. Golbit ist auch neu. Das ist auch richtig gut gezeichnet. Das ist richtig gut gezeichnet. Grüße gehen raus an. Wie heißt er? Eske Yoshinob. Okay, Eske Yoshinob, Grüße gehen raus. Lehmschelle und Klaps. Palimpalim wieder. Haben wir schon. Panflam, jetzt haben wir die komplette Evolutionsreihe dabei mit Glut, 30 Schaden, aber eine Energie ab damit auf dem Ablagestapel. Dann kommt die Reverse, ein Knackrack. Sehr cool, als Reverse seltene Karte. Mit der Fähigkeit Überschallducken. Wenn du dieses Pokémon während deines Zuges aus deiner Hand spielst, um eines deiner Pokémon zu entwickeln, kannst du bis zum Ende des nächsten Zuges des Gegners allen Schaden durch und alle Effekte von Attacken, die diesem Pokémon zugefügt werden, verhindern. Also, das ist ja echt brutal stark. Du entwickelst einen Knackrack, ein Phase 2 Pokémon, ne? Oder beziehungsweise du entwickelst Knacksel zu Knackrack mit 160 KP. Dann machst du ja natürlich wahrscheinlich die Drachenklinge für 160 Schaden und im nächsten Zug passiert dir wahrscheinlich nichts. Das ist brutal. Aber vielleicht wird es noch brutaler mit der seltenen Karte dahinter. Es ist Trommelwirbel ein Pixie. Pixie als Regular Rare mit dem Mondscheinwunder. Wirf 3 Münzen, wähle bis zu so viele deiner Pokémon im Spiel, wie du Kopf geworfen hast. Durchsuche für jedes jener Pokémon dein Deck nach einer Karte, die sich aus jenem Pokémon entwickelt und lege sie auf jenes Pokémon, um es zu entwickeln. Mische anschließend dein Deck. Also die Wortwiederholungen in dieser Erweiterung, die sind ja extrem. Da blickt ja überhaupt keiner mehr durch. Stell dir mal vor, so ein 7-Jähriger, der sich diesen Text durchliest, der liest doch erstmal 5-mal den Satz. Magischer Schuss macht 90 Schaden und Mondscheinwunder, ich sag mal so, wenn man natürlich mit vielen Evolutionskarten spielt, dann kann das schon gut sein, ne? Aber 3 Münzen werfen, da musst du schon erstmal so oft Kopf haben. Aber gut, manchmal reicht ja schon einmal Kopf. Wenn du nur diese eine Evolution brauchst, ist es ja genau das. Und 100 KP, da kann Pixie schon ein bisschen was einstecken. Ah, das sind noch 2. Shaymin und Glurak. Glurak heben wir uns mal auf für den Schluss.
Wir haben keine von diesen schwarzen Karten. Das habe ich vorhin erwähnt, dass es in diesen Boostern diese schwarze Karte gibt. Mit diesem V-Star-Symbol drauf. Und jetzt haben wir noch keine einzige gezogen. Okay, also wieder eine Energiekarte. Da sage ich nochmal Elektro. Komm, machen wir nochmal Elektro. 3, 2, 1. Es ist Psycho. Ist okay. Nicht schlimm. Oh, es ist Nibuna. Jetzt haben wir aber echt schon ganz, ganz viele verschiedene Karten gesehen hier. Kaum Doppelte dabei gewesen. Ist auch schön. Durchwühlen. Wirf zwei Münzen. Wenn eine oder beide Kopf zeigen, zeigt dir dein Gegner seine Handkarten. Wähle pro Kopf eine Karte, die du dort findest und lege sie in beliebiger Reihenfolge unter das Deck des Gegners. Und Schlitzer macht 100 Schaden. Das ist ja, also das nimmt man ja auch. Zwirklopp mit einem Druckfehler, wie ich gerade sehe. Das ist hier kein Fussel. Das ist tatsächlich ein weißer Punkt auf dem Wort Gegner. Mhm. Pelzebub haben wir hier sehen. Stern du noch nicht. Doppeldreher, zwei Münzen werfen, pro Kopf 10 Schaden. Das ist Knete. Das ist ein Knete-Stern du, nice. Ach, das Riolo-Artwork. Auch richtig, richtig gut. Das ist so ein Stil, da kann ich mir 80 verschiedene Bilder direkt hintereinander angucken und ich würde immer noch sagen, geil, einfach nur cool, wenn man so zeichnen kann. Fußkick macht übrigens 50 Schaden. Das ist nicht schlecht. Stacheleli macht 30 Schaden für eine Energie und bei Zahl hat leider der Angriff keine Auswirkung. Aber auch süß. Sehr süß. Hokumil haben wir jetzt schon zweimal vorher gesehen. Laukaps hat man, glaube ich, auch schon. Okay, da kriegt man es gleich nochmal als Reverse, warum auch nicht. Gleich zweimal hintereinander. Und dann haben wir noch als letzte Karte eine seltene und das ist ein Manaphy als Regular Rare. Mit dem Wellenschleier. Verhindere allen Schaden, der den Pokémon auf deiner Bank durch Attacken von Pokémon des Gegners zugefügt wird und Regenplatscher macht 20 Schaden. Ein süßes, kleines, legendäres Manaphy als seltene Regular-Karte hier. So, Freunde, eines von 8 ist noch übrig. Ich habe mal von irgendjemandem gehört, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, dass die Pullrate in Strahlende Sterne wohl ganz gut sein soll, denn die einzelnen Karten von Strahlende Sterne, die werden auch zu recht guten Preisen hier und da online verkauft. Meine Pullrate lässt noch zu wünschen übrig, habe ich das Gefühl. Uno, dos, tres, cuatro. So, Energiekarte, letzte Mal ist, ich sag nochmal Elektro. Ich bleib dabei. Komm, top, die Wette gilt. 3, 2, 1. Jetzt kommt Unlicht. Aber haben wir auch ganz selten gehabt, Unlicht. Aber die sehen echt schön aus. Aber ohne Scheiß, die sehen richtig, richtig gut aus. Vor allem die Unlichtkarte. Macht richtig was her. Oh, Bojelin. Floaten wir mal mit Bojelin. Nimm bis zu 2 Itemkarten aus deinem Ablagestapel auf die Hand. Das ist gut. Das riecht gut. Aquaknarre macht 60 Schaden für 2 Energie. Ja, können wir auch mal mitnehmen. Der Wahlgürtel. Die Attacken des Pokémon, an das diese Karte angelegt ist, fügen dem aktiven Pokémon Wie 30 Schadenspunkte mehr zu. Das kann man immer gut gebrauchen. Mit Wii-Karten wird ja gerade bei den Decks online sehr viel gespielt. Oder was heißt online, ne? Generell im Sammelkartenspiel. Vibrava, auch hier wieder in diesem besonderen Zeichenstil, den ich in diesem Opening hier schon ein paar Mal hervorgehoben habe. Und der gefällt mir hier auf der Karte sogar am besten bis jetzt. Rasierflügel macht 30 Schaden. Petsniff nochmal mit Frösteln. Zwirrlicht wird perplex. Bei einem Kopfwurf ist das aktive Pokémon verwirrt. Porenta nochmal, auch hier, ne? Ich sag's nur gern nochmal. Es müsste auch immer derselbe sein, vermute ich mal, der das zeichnet. Schauen wir mal schnell. Tomakazu und hier ist es auch. Genau, Tomakazu. Grüße gehen raus. Owei. Owei, Owei. Haben wir schon. Slimer kennen wir ebenfalls. Zwirrfinst als seltene Reverse mit dem Seelenverschlinger. 120 Schaden und Spezialtransfer. Beliebig oft während eines Zuges kannst du eine Spezialenergie von einem deiner Pokémon auf ein anderes schieben. Das ist, glaube ich, ganz gut. Kann man, glaube ich, echt gut gebrauchen. Und 3 Energiekarten für 120 Schaden? Nicht schlecht. 160 KP, also es hält auch ein bisschen was aus. Und die letzte Karte in diesem Opening, meine Freunde, aus der Top-Trainer-Box zu Strahlende Sterne ist der Trommelwirbel läuft ein... Oh, ein Pikachu Wii mit Silberrahmen als Secret Rare. Na, bitteschön, es geht doch. Blitzblaster kann's, 190 KP und es sieht richtig, richtig gut aus. Sehr, sehr schöne Karte, Pikachu Wii hier mit dem silbernen Rahmen und dem Blitzblaster. Du kannst alle Elektroenergien von diesem Pokémon auf deinen Ablagestapel legen und wenn man das macht, dann macht Blitzblaster nicht nur 100, sondern 220 Schaden. Sehr, sehr cool, tolle Karte und natürlich auch ein versöhnlicher Abschluss für diese Top-Trainer-Box. Da haben wir nämlich jetzt, ich zeige sie kurz nochmal,
Samazenta V hier mit dem schwarzen Rahmen. Na, bitteschön, hallo, Kamera, bitte stellen Sie scharf. Da ist sie. Auch sehr, sehr schöne 3D-Grafik. Planeta Moczynski oder so steht da unten als Illustrator. Scheint auch wieder so eine Firma zu sein, die sich darauf spezialisiert hat, 3D-Grafiken zu machen. Die Pikachu-Karte und natürlich auch noch hier diese Full-Art-Pokusan-Karte. Mit dem Barista. Pokusan serviert gerade fleißig. Wahrscheinlich nach Feierabend, ne? Der Barista, der gönnt sich jetzt auch nochmal richtig ein. Das mache ich jetzt übrigens auch. Ich gönne mir jetzt auch nochmal richtig was. Keine Pokémon-Karten, da habe ich erstmal genug aufgemacht. Die werden jetzt dann nachher schön verstaut. Sondern vielleicht auch einen kleinen Kakao oder so. Ich weiß es nicht. Schauen wir mal. Ihr Lieben, das ist die Top-Trainer-Box gewesen. Wie gesagt, 46,99 sollte man sich halt überlegen, wenn man sagt, nee, ich will nur die Booster, nur die Karten. Aber die ist wirklich schick. Die macht wirklich was her, muss man ganz klar sagen. Zur Pullrate sage ich mal aber selber noch nichts. Da werden wir mal noch weitere Booster aufmachen und gucken mal, was dann passiert. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal einschalten würdet. Lasst gerne eine positive Bewertung da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Opening. Euer GigaGreevy von GigaLabastia. Ciao, ciao.